willkommen, schönen guten Abend von meiner Seite auch. Herr Kuchenbecker, wenn man Digital Native als jemand Junges sieht, dann glaube ich, gehöre ich nicht mehr dazu. Wenn man Digital Native, also die digitalen Eingeborenen, wenn man da diejenigen dazu zählt, die sehr viel Zeit im Internet verwenden, die das schon sehr lange machen und die sich nur schwerlich eine Welt ohne Internet vorstellen können, dann gehöre ich vielleicht dazu. Und zu dem Thema Alter, da sage ich jetzt mal nichts, vielleicht kriegen Sie es irgendwann mal raus auf meinem Facebook-Account, ich weiß es gar nicht, ob das für alle öffentlich sichtbar ist, wie alt ich das eigentlich bin. Faszination, Facebook, Gefahren. Ich möchte mich kurz noch mal ein bisschen vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben und Ihnen dann einfach mal auch vorstellen, wie ich mir den Abend vorgestellt habe. Sie haben gerade gesagt, Facebook ist ein Internetkonzern. Man könnte auch sagen, Facebook ist ein großer Werbekonzern. Die machen fast ausschließlich ihr gesamtes Geld über Werbung, die sie dort einblenden. Aber das werden wir uns nachher noch mal genauer anschauen. Hier noch mal, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Thomas Pfeiffer, Diplompädagoge bin ich von Beruf. Ich habe also damals, als ich noch wirklich jung war und ein richtiger Digital Native war, Diplompädagogik in Regensburg studiert. Mittlerweile habe ich zwei Bücher geschrieben. Das linke hier, das ist Social Media. Das richtet sich an Leute, die soziale Medien berufsmäßig benutzen, also beispielsweise Firmen oder auch VHSen, die Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Medien durchführen wollen. Und mein zweites aktuelles ist, deswegen bin ich hier, mein Kind ist bei Facebook. Oben vielleicht noch ein Hinweis, Web-Evangelisten, das ist einfach, das hat jetzt eigentlich gar keinen religiösen Hintergrund, man kennt das vielleicht aus dem amerikanischen Sprachgebrauch, da gibt es die Technology Evangelists, also diejenigen, die die frohe Botschaft von irgendetwas verkündigen, ohne dass es jetzt ausschließlich was mit der Kirche zu tun hätte. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, ich versuche doch mal die frohe Botschaft des Internets zu verkünden. Allerdings werde ich nachher eben nicht nur eine frohe Botschaft haben, sondern vor allem auch den Finger in die Wunde legen und dann schauen wir uns mal genau an, wo diese Botschaft nicht ganz so froh ist. Das ist der Fahrplan, den ich mir vorgestellt habe für heute Abend. Also wir fangen mit einem Crashkurs Facebook an, das was in 10 Minuten, in einer Viertelstunde möglich ist. Wie schaut Facebook aus? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also einfach mal relativ nüchtern einfach mal schauen auch, was bedeutet es, wenn man beispielsweise auch Fotos sich markieren kann? Welche Möglichkeiten gibt es und wie sieht es tatsächlich aus? Und dann möchte ich mir die vier Bereiche anschauen, Privatsphäre und Datenschutz. Wie kann man da vor allem auch auf Facebook die Privatsphäre für sich so einstellen, wie man das für sich selber gerne haben möchte oder wenigstens wie die Eltern es haben möchte, dass die Kinder das dann so einstellen. Wir werden über das Thema Urheberrecht sprechen. Das heißt, wie kann ich denn dafür Sorge tragen, dass ich selber eben nicht aus Versehen das Urheberrecht verletze und dann auch horrende Abmahnkosten auf mich zukommen. Wir werden über das Recht am eigenen Bild sprechen, weil man an diesem Thema ganz schön auch festmachen kann, was es denn heißt, sich im digitalen Raum zu bewegen und auf Facebook unterwegs zu sein und wenn andere Dinge über mich einstellen. Und wir werden am Ende nochmal auch über Cybermobbing, Cyberbullying, Bullying ist so jetzt aus der Hüfte heraus gesagt, so die etwas mildere Form von Cybermobbing. Darüber werden wir sprechen und vor allem auch Möglichkeiten, möchte ich Ihnen vorstellen, wie man, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, vielleicht ein gut passendes Wortspiel bei dem Begriff, aber wie kann man denn damit dann eigentlich auch reagieren und wie kann man das, die Kuh dann auch wieder vom Eis kriegen. Sie haben mich jetzt so ein bisschen kennengelernt, ich würde gerne wissen, mit wem es ich zu tun habe. Ich habe Ihnen drei Fragen mitgebracht und ich würde gerne mal wissen, wer von Ihnen ist denn schon selber auf Facebook, wer hat schon Facebook-Account? Ich würde mal kurz so mein Handzeichen. Okay. Bisschen mehr als die Hälfte, wenn ich das richtig gesehen habe. Wer von Ihnen ist denn Lehrerin, Lehrer oder im Bildungsbereich tätig, in einem Jugendtreff? Auch einige, okay, danke schön. Und eine letzte Frage noch. Wer von Ihnen hatte als Kind denn schon Diskussionen mit den eigenen Eltern über Medienfragen? Wer hat schon damals über den Kassettenrekorder oder über den Walkman diskutiert oder über das Fernsehen, wie lange man Fernsehen schauen darf. Trauen Sie sich? Also ich habe mit meiner Mutter tatsächlich auch immer versucht zu handeln.
Wo ich mit der Frage eigentlich hin wollte, ist, grundsätzlich ist es natürlich etwas völlig Normales auch, wenn man sich die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte auch anschaut, dass die Jugend mit der Generation davor im Clinch liegt und dass man sich darüber unterhält und darüber streitet, was denn nun jetzt tatsächlich gut wäre und wie man ein neues Medium zu nutzen hätte. Als beispielsweise das Fernsehen aufkam, haben dann ganz progressive Pädagoginnen und Pädagogen in den 60er Jahren in den USA das Bildungsfernsehen erfunden. Und das war innerhalb der Pädagogik eine ganz spannende Diskussion, weil manche gesagt haben, Fernsehen an sich kann nichts Gutes bewirken. Und manche haben gesagt, naja, wir möchten aber, weil Fernsehen Menschen erreicht, auch über diesen Kanal Fernsehen für so etwas vielleicht Ähnliches wie Bildung sorgen. Also es ist eine völlig normale Frage, dass man auch über Medienfragen tatsächlich diskutiert, aber deswegen sind wir heute auch hier. Ich werde Ihnen, oder kommen wir vielleicht später dazu. Schauen wir uns mal genau Facebook an. Das ist jetzt vor allem auch für diejenigen interessant, die bei der ersten Frage gerade die halt nicht gehoben haben. Ich möchte mal die Oberfläche von Facebook anschauen und die verschiedenen Möglichkeiten. Wenn Sie direkt Fragen haben, oder wenn ich Begriffe verwende, die mir so als Digital Native, das nehme ich jetzt mal als Kompliment von Herrn Kuchenbecker, immer so Begriffe rausrutschen, wo Sie sagen, naja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, melden Sie sich einfach, dann kann ich das gleich nochmal beantworten. Und für die anderen, da sagen wir einfach, Sie melden sich und fragen die Frage nicht für sich selber, sondern für die anderen, die sich nicht trauen, zu sagen, ich habe da was nicht verstanden. Das ist eine relativ aktuelle Ansicht auf Facebook. Das heißt, wenn ich mich auf Facebook einlogge, dann schaut es ungefähr so aus. Es gibt momentan etwa 25 Millionen Menschen in Deutschland, die bei Facebook angemeldet sind. Und da schaut es natürlich im Detail dann immer etwas anders aus. Aber grundsätzlich hat man drei Bereiche hier in der Mitte, den breiten. Da spielt tatsächlich die Musik. Da sind die Neuigkeiten, da werden Fotos von meinen Kontakten sind da zu sehen. Ich sage immer Kontakte, Facebook bezeichnet die eigentlich als Freundinnen und Freunde, aber ich glaube, der neutrale Begriff Kontakte wäre eigentlich das Spannende. Sie sehen hier im linken Bereich, das ist die Navigation, da habe ich hier oben Neuigkeiten, in dem Bereich sind wir gerade, Nachrichten, da kann man sich also gegenseitig so etwas Ähnliches wie E-Mails schreiben, die dann nicht alle sehen, sondern nur die Absenderin und die Empfängerin. Und dann haben wir drunter nochmal Veranstaltungen, kommen wir später noch dazu. Interessanterweise, womit Facebook tatsächlich Geld verdient, das ist hier rechts unten, da wo gesponsert steht. Und da sehen Sie, da glaubt Facebook, dass ich offensichtlich jemand bin, der für Jim Beam Germany ein interessanter Werbekunde sein könnte. Das sieht auch tatsächlich immer jeder etwas anderes. Je nachdem, welche Informationen ich über mich eingestellt habe, also wenn ich beispielsweise gesagt hätte, ich wäre erst im Jahr 1998 geboren, dann wäre das sicherlich keine Jim Beam-Werbung für Minderjährige. Das ist abhängig von der Person, die sich das Ganze anschaut. Und abhängig davon, was ich gesagt habe, was meine Hobbys sind, ich sage, ich bin gerne Bergsteigen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass hier rechts unten Werbung für Bergsteigerausrüstung zum Beispiel zu sehen ist. Das ist tatsächlich dieser Bereich, mit dem Facebook die ganze Musik spielt hier eben in der Mitte ab. Sie sehen also einen Kontakt von mir, der Kilian, der war gestern auf der Wiese. Die haben ein Foto gemacht. Wir haben dieses Foto eingestellt und drunter haben dann hier Leute gesagt, jawohl, das gefällt mir. Insgesamt sind es Monika, Christian, Gerard und acht anderen, die haben auf diesen Gefällt mir-Button geklickt und drunter haben dann noch Leute kommentiert. Wir werden uns nachher beim Thema das Recht am eigenen Bild nochmal genau die Frage anschauen, inwiefern man denn überhaupt dieses Bild hier einstellen darf oder eben nicht einstellen darf. Das schauen wir uns später an. Facebook ist nicht nur diese sogenannte Timeline in der Mitte, wo ich also die Nachrichten und Fotos von anderen Leuten sehe, sondern Facebook hat ja auch viel Selbstdarstellung auch. Das heißt, wenn man nach mir sucht bei Facebook und dann zu meinem Profil kommt, dann sieht das eben momentan genau so aus, wie Sie es hier sehen. Ich habe rechts hier dieses Profilbild, das wird bei allen Nachrichten, die ich einstelle, immer veröffentlicht. Oben das sogenannte Titelbild, das habe ich mir selber ausgesucht und ein paar Informationen, die, und das habe ich so eingestellt, für eine Öffentlichkeit auf Facebook auch sichtbar ist.
Sie sehen, auch wenn Sie mich nicht kennen, dass ich in einer Beziehung bin, aber nicht mit wem. Sie sehen den Wohnort München, was ich studiert habe, welchen Beruf oder wo ich bin. Da bin ich Mitglied von Twitwoch e.V. Wir kümmern uns um Social Media. Sie sehen Freunde von mir. Das ist eben genau der Bereich, der eigentlich sinnigerweise Kontakte heißen würde. Sie sehen hier diese Zahl 1970, so viele Freunde habe ich nicht. Ja, wahrscheinlich könnte ich meine Freunde an einer Hand abzählen. Und wenn ich mal frage, wer mir beim Umzug hilft, dann wird es sogar weniger als diese eine Hand. Deswegen ist es, denke ich, vom Begriff der Kontakte eigentlich geschickter. Im Durchschnitt haben die Menschen so um die 130 Kontakte. Aber das ist so ähnlich wie Franz-Josef Strauß hat es mal gesagt, das sind die Sachen mit diesem Durchschnitt. Wenn zwei Leute auf die Wiesen gehen und der eine trinkt zwei Mass und der eine frisst zwei halbe Hefe, dann ist der eine besoffen, dem anderen ist schlecht. Aber statistisch gesehen haben sie genau ein Bier oder ein Hefe gegessen. Das heißt, so kommt auch diese Zahl 130 zustande. Also sehr, sehr viele Menschen haben tatsächlich eine überschaubare Anzahl an Kontakten auf Facebook, 40, 50 beispielsweise, so viel, wie man auch im tatsächlichen Leben kennt. Bei mir ist es so, weil ich viel unterwegs bin, Vorträge halte, Seminare halte, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, um auf mich aufmerksam zu machen. Und das, was ich hier einstelle, sind tatsächlich Informationen, die aus meiner Sicht auch in die Öffentlichkeit die Leute tragen. Wir sehen hier Fotos, auf denen ich markiert worden bin, das schauen wir später nochmal an. Die Karte auch und hier unten eben verschiedene, wenn man jetzt runterscrollen würde, eben verschiedene Statusmeldungen, wenn ich dir mal was geschrieben habe. Und auch hier wieder, hier sieht man etwas näher, rechts der Bereich, zwei Werbeanzeigen werden hier eingeblendet. Einmal schlauer Ordnungshelfer, ich weiß nicht, woher Facebook weiß, dass ich eigentlich ein unordentlicher Mensch bin. Aber die wollen wir nämlich die Ursachen verkaufen und rechts drüber ein WordPress-Shop, also ein Online-Shop-System offensichtlich. Weil Facebook weiß, dass ich Programmierer bin und als Programmierer könnte ich mich vielleicht dafür interessieren. Das hier sind meine Kontakte, Facebook nennt es Freunde. Und das sehen wir auch, das sind die Informationen, die öffentlich zugänglich sind. In dem Moment, in dem man ein Konto bei Facebook hat, hat man einerseits einen Namen, nehmen wir mal den Dieter Janicek hier rechts oben, ein Profilbild und dann sieht man, was man, einen Satz, was man, wo man jetzt an der Uni war, hier Hochschule für Politik in München. Das sind Informationen, die grundsätzlich öffentlich sind. Alle anderen Informationen, welcher Religion ich angehöre, was meine Hobbys sind, ob ich, bei welcher politischen Einstellung ich habe, mein Lieblingszitat, all diese Informationen kann ich tatsächlich vor der Allgemeinheit zurückhalten. Da kann ich bei all diesen Informationen sagen, wer sie sehen können soll und vor allem, wer sie nicht sehen können soll. Aber diese Infos, die wir hier sehen, Sabine Lallinger arbeitet bei Stadtrat in München und das Foto, das ist grundsätzlich öffentlich. Das sehen immer alle, da kann ich auch gar nichts dagegen tun. Mehr aber auch nicht bei allen anderen Informationen, die ich über andere sehe, hat der andere das offensichtlich nicht verhindert. Man liest oft von diesen Markierungen auf Fotos. Und das sehen wir genauso. Eine Markierung, das ist ein Foto, auf dem ich zu sehen bin, und der Jean-Paul Martel, so heißt er. Und wenn ich jetzt auf dieses Foto klicke, das muss nicht ich selber sein, sondern das kann auch einer meiner Freunde oder einer meiner Kontakte sein, dann kann ich mit der Maus auf die Nasenspitze klicken, muss nicht sein, kann auch irgendwo im Gesicht sein. Und dann kann ich sagen, ich möchte jemanden auf diesem Foto markieren. Und dann erscheint, wenn ich dann mit Thomas anfange, eine Liste von Namen, die Facebook mir vorschlägt. Und dann kann ich für viele sichtbar sagen, das hier rechts, dieses Bild, das stellt eben den Thomas Breit. Interessant ist, oder wichtig, nicht interessant, sondern wichtig zu sagen ist, ich kann hier nur aus meinen eigenen Freunden auswählen. Das heißt, ich kann nicht jemand völlig Fremden auf einem Foto markieren, sondern vorher muss dieser Fremde mir gegenüber, müssen wir beide gesagt haben, die zwei sind befreundet. Nur dann kann ich Ihnen sagen, wer hier zu sehen ist. Es ging die Ende letzter Woche ging es durch die Presse. Facebook wird in zwei Wochen, Mitte Oktober, die sogenannte Gesichtserkennung in Europa ausschalten. Vielleicht hat es der eine oder die andere mitbekommen.
Diese Gesichtserkennung, die man immer so in den Medien so genannt hat, die heißt eigentlich, dass anhand dieses Fotos Facebook versucht, mir automatisch vorzuschlagen, Mensch, ich glaube, das ist der Thomas Pfeiffer. Man kennt es vielleicht, wenn man einen Computer zu Hause hat und da viele digitale Bilder hochlädt, dass die Software versucht, also Gesichter erkennt man relativ gut und mittlerweile kann auch so ein normaler Laptop, den man sich für ganz normal im Laden kaufen kann, die können mittlerweile schon Gesichter auch erkennen. Und wenn sie eine Referenz haben, also wenn man weiß, fünfmal markiere ich mich auf dem Foto, dann sagt eine handelsübliche Software mittlerweile auf dem sechsten Foto, das ist wahrscheinlich die Person, die ich schon kenne. Und das hat Facebook lange Zeit gemacht, macht es weltweit immer noch, dass sie versucht, die Fotos, die hochgeladen werden, automatisch auf die Leute zu erkennen, anhand der Informationen, die sie schon von woanders haben. Und da haben sich Menschen in der EU, das ist Max Schrems aus Wien beispielsweise, der Datenschützer aus Schleswig-Holstein, auch die irische Datenschutzbehörde, die haben gesagt, nein, das möchten wir nicht, das halten wir für nicht kompatibel mit den Datenschutzlinien, Datenschutzrichtlinien in der EU. Und Facebook hat dieses eine kleine Zugeständnis gemacht, viele andere noch nicht, da kommen wir später nochmal dazu. Warum Facebook das jemand sich hier öffentlich macht? Weil die Thema auf Facebook ist unerkannt. Ja. Und wir sind auch damit abgeklärt, dass sowas passiert. Also die Argumentation ist, und da kommen wir später auch beim Recht auf Persönlichkeit, beim Recht am eigenen Bild nochmal dazu. Ich muss das nicht alles hinnehmen. Das heißt, ich kann, und so ist die Argumentation, einerseits sagen, jawohl, ich möchte auf Facebook sein, ich möchte mich dort bewegen, ich möchte dort mit Freunden und Bekannten mich austauschen. Ich finde es ganz schön, wenn da ein Foto ist, wenn ich auf der Wiesn oder am Feiern bin. Die vier Leute, die wir vorhin gesehen haben, die sind ja alle nicht stärker an der Folge, die sind einfach nett am Feiern, das ist okay. Aber ich muss darüber hinaus nicht noch andere Dinge hinnehmen. Und das ist die Argumentation, dass ich eben auch, wenn ich zum Beispiel ein Foto von mir machen lasse, dass das nicht automatisch heißt, dass dieses Foto auch von Facebook verwendet werden darf oder das machen. Ich glaube, das kann man ganz schön an diesem Recht am eigenen Bild nach nochmal, kommen wir nochmal genau drauf zu. Das heißt, der Bild, das ich mir verkenne, verzichte mich darauf. Also durch eine Erklärung, die ich Facebook gegenüber sicherlich abgebe. Ja. Also das ist dann, da müssen wir dann im Detail nochmal schauen. Das eine ist natürlich, was sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook. Facebook versucht dann natürlich möglichst viele Rechte sich einzuholen und sagt, naja, sie haben doch da irgendwann mal draufgeklickt. Und die andere Argumentation ist auch, das sehen wir bei vielen anderen Dingen, auch im Verbraucherschutzrecht beispielsweise, da kann man als Staat und als Gesetzgeber sehr wohl sagen, na Moment mal, diese Einwilligung, die akzeptieren wir so. Ein einfaches Beispiel bei diesen Haustürgeschäften. Da habe ich auch, wenn ich an der Haustür im Geschäft und da kommt jemand und verkauft mir eine Seife oder sowas und ich lasse mich davon überrumpeln, kauft es, dann habe ich den gesetzlichen Anspruch, innerhalb von 2 Wochen zurückzutreten, obwohl ich vorher dem zugestimmt habe. Und die Diskussion, die beim Thema Facebook eben gerade ist, ist einerseits, wo kann der Gesetzgeber auch einschreiten und kann sagen, unabhängig davon, was eine einzelne Person erklärt hat, halten wir das aber für nicht gültig. Aber das sehen wir dann, das muss man dann auf den Fall tun. Was Sie hier sehen, ist auch eine öffentliche Information über mich. Das sind verschiedene Fotos, die entweder ich selber eingestellt habe oder aber die andere eingestellt haben. Aber alle Fotos haben eins gemeinsam, nämlich ich wurde irgendwie drauf markiert, wie wir es gerade gesehen haben. Das heißt, das hier links oben, das habe glaube ich selber eingestellt. Das hier, dieser Zeitungsausschnitt, das hat sicherlich jemand anders über mich eingestellt und hat eben gesagt, hier ist der Thomas Pfeiffer zu sehen. Und ich kann bei dieser Übersicht eben für mich selber auch entscheiden und sagen, naja, dieses Foto, nehmen wir mal das hier rechts, wo ich hier so angestrengt schaue, das möchte ich nicht, dass das jemand auf meinem Facebook-Profil sieht. Und dann kann ich diese Markierung löschen. Wohlgemerkt, ich kann nicht das Foto selber löschen, das hat jemand anders eingestellt, aber ich kann dafür sorgen, dass es nicht auf meiner eigenen Profilseite in meinem eigenen Bereich zu sehen ist. Das sehen wir uns später auch nochmal im Detail an.
Und auch hier sehen wir wieder rechts, das sind jetzt dreimal die Erwerbung, maximale Leistung unter Wasser, Freiburg. Da hat übrigens, da hat offensichtlich irgendwas mit dieser Werbeanzeigemaschine von Facebook nicht so ganz funktioniert. Wenn ich wohne in München und mich interessiert eine Veranstaltung in Freiburg herzlich wenig, weil es relativ weit weg ist. Aber das kommen wir später auch noch dazu. Was man auch auf Facebook sehen kann, ist, wo ich war. Allerdings nur dann, wenn ich selber aktiv gesagt habe, ich bin gerade in Wunsiedel beispielsweise. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Foto einstelle auf Facebook, einfach nur sage, hier, schöner Sonnenuntergang, dann weiß die Firma Facebook zwar, wo ich war, und ob sie das speichern oder nicht, darüber schweigen sie sich aus. Die Öffentlichkeit weiß das noch nicht. Erst in dem Moment, wo ich aktiv sage, jawohl, ich möchte, dass meine Freunde oder die Facebook-Öffentlichkeit weiß, wo ich bin, erst dann wird es auch vermehrt. Und dann kann man sich das auch hier, wenn Sie auf mein Facebook-Profil gehen, dann sehen Sie eben, wo ich war. Sie sehen, 89 Mal habe ich etwas aus München in letzter Zeit gepostet. Klar, da wohne ich, 15 Mal in Berlin, da bin ich auch relativ häufig. Und ansonsten eben irgendwo bin ich mal unterwegs. Und Sie sehen hier auch, hier direkt in der Nähe des Dreiländerecks, da ist auch eine Markierung. Das war tatsächlich, war ich genau hier in der Fichtelgebirgshalle vor einem knappen Jahr beim Bayerischen Bündnis für Toleranz, referiere hier über Strategien gegen Rechts im Internet. Dann habe ich gesagt, ich bin in der Fichtelgebirgshalle. Ganz wichtig noch einmal, ich habe das für mich bewusst gesagt. Ich habe gesagt, jawohl, das sollen auch gerne alle sehen, dass ich hier dieses Referat halte oder dass ich heute Abend hier bin, das ist okay. Sie werden allerdings keine Informationen darüber finden, wo ich mich privat aufgehalten habe, dass ich beim 50. Geburtstag meines Onkels neulich war und so weiter. Geburtstag, Gottes Willen, mein Onkel ist nicht 50. Es war seine goldene Hochzeit, die sie gefeiert haben. Das sind Informationen, die habe ich nicht eingestellt. Das habe ich für mich selber entschieden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache auch, dass man sich selber immer den Gedanken macht, was möchte ich, dass andere sehen und vor allem, was behalte ich für mich und sage, das braucht die Öffentlichkeit nicht zu sehen. Das hier ist eine Facebook-Party. So schauen die Dinge aus, die jetzt auch wieder am Wochenende in den Niederlanden wieder nicht für ordentlich Rambazamba gesorgt haben. So geht es im Endeffekt los. Man kann hier links oben ein Foto einstellen. Das hier war das Isanetz-Orga-Treffen, Orga-Team-Treffen, also das Organisationstreffen. Gestern war es in München zum Thema Isanetz, was wir in München veranstalten. Ich kann rechts oben, da wo Zusage steht, Sie sehen es hier rechts, da kann ich sagen, teilnehmen. Und wir hatten hier zum Glück nur 20 Zusagen und das wurde uns nicht auseinandergenommen. Wichtig hier ist das hier. Wenn ich selber eine Facebook-Veranstaltung einstelle, dann gebe ich oben den Namen an, zum Beispiel Geburtstagspartys. Dann kann ich noch Details hinzufügen, sagen, bitte bringt Salat mit. Was ich hier ein Beispiel gemacht habe, ich habe bei wo, habe ich gesagt, bei mir zu Hause. Das wissen Sie jetzt natürlich alle nicht, wo bei mir zu Hause ist, aber unter uns gesagt, wen ich auf meinen Geburtstag einlade, der weiß auch, wo ich wohne. Und ansonsten soll er einen anrufen, er hat meine Telefonnummer. Das heißt, mit so einer Kleinigkeit kann ich auch schon einen Mosaikstein dazu packen und kann sagen, hey, wenn es jemand Fremdes plötzlich sieht, kann er damit nichts anfangen. Aber ganz wichtig, Thema Privatsphäre, hat man drei Einstellungsmöglichkeiten und da steht nur für eingeladene Gäste. Wenn ich das Problem bei Facebook ist, dass Facebook es grundsätzlich sagt, öffentlich für alle sichtbar. Und sehr wahrscheinlich haben die Leute, die in den Niederlanden die Facebook-Party eingestellt haben, eben gesagt, für alle sichtbar. Das heißt, gar nicht mal mutwillig, sondern sie haben einfach hier nicht drauf geachtet. Es sind tatsächlich nur zwei Klicks. Mit dem ersten Klick auf das Pfeilchen mache ich das Dropdown-Menü auf und mit dem zweiten wähle ich dann den anderen ein. Und dann ganz wichtig, zwei Sachen noch, da sind auch normalerweise die Action schon drin. Gäste können Freunde einladen. Das sagt nein, können nicht. Das ist meine Geburtstagsparty. Sollen andere keine Gäste einladen können.
Und die Gästeliste möchte ich auch nicht, dass sie angezeigt wird. Warum? Weil in dem Moment, wenn schon 80 Leute auf diese Party kommen, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da kommen immer mehr vor, da sind schon 120 und der ist auch schon da. Und dann kann es überhaupt deeskalieren. Und das sind zwei relativ einfache Möglichkeiten, wo man aber auch darauf achten muss. Wo in den meisten Fällen auch Jugendliche nicht gegen den Tipp der Eltern sagen würden, ja, ich will aber, dass da plötzlich noch andere Leute von ihnen kommen. Das haben die dann wahrscheinlich nicht gemacht. Haben die dann bei Privatsphäre nichts angeklickt? Oder gibt es da noch irgendeinen Button, wo die dann was angeklickt haben, was dann alles offen? Also wir können natürlich nur spekulieren, was sie gemacht haben. Aber tatsächlich ist das Formular nicht länger. Das Einzige, was wenn man hier auch neu geklickt hat und eine neue Veranstaltung anlegt, dass man noch ein Foto aussuchen kann. Und dieses Foto hat man gerade im Hintergrund, was, hier links, hier für dieses Foto. Mehr ist da gar nicht. Das Problem ist, dass die Voreinstellung genau anders funktioniert. Genau so, wie ich es persönlich nicht empfehlen würde. Das heißt, man muss wirklich sich einfach darauf achten und sagen, okay, Gäste können keine Freunde einladen, die Gästeliste möchte ich auch nicht anzeigen und vor allem wichtig, das Ganze ist nur für eingeladen. Also die Voreinstellung ist in Fahrt. Genau. Nicht das Nicht-Anlegen oder das Angeben von Daten oder von Tatsachen, sondern die Voreinstellung. Okay. Genau. Wenn ich nicht darauf achte, dann habe ich automatisch eine öffentliche Veranstaltung eingestellt. Und das ist etwas, wo ich auch aus meiner Sicht sage, das sollte Facebook dringend ändern. Sie tun es nicht. Aber es ist auch gleichzeitig, denke ich, aus pädagogischer Sicht, dieses Problem kann ich relativ leicht lösen, indem ich darauf achte. Und dann, also diese drei Einstellungen hier unten, und dann vielleicht auch noch wo, wenn ich sage, in der Waldhütte, dann wissen alle meine 15 Freunde, wo die Waldhütte ist. Dann brauche ich nicht noch die Adresse angeben. Wobei natürlich, wenn ich sage Waldhütte, dann werden es wahrscheinlich auch die meisten, die in der Umgebung wohnen, schon wissen, wo es ist. Aber mit diesen Einstellungen kann ich, das heißt nicht, dass ich jetzt völlig davor gefeit bin, aber ich glaube, das sind wichtige Einstellungen, um da ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Das war mal so ein Crashkurs Facebook. Das sind die Möglichkeiten, die auf Facebook sich bieten, um mal zu sehen, was heißt es denn eigentlich, wenn man Leute auf Fotos markiert und so weiter. Ich möchte Ihnen nochmal sagen, was der Abend jetzt nicht leisten kann, worüber ich eigentlich gar nicht im Detail sprechen möchte. Ich möchte auch gar nicht über Vorteile oder Nachteile von Facebook, sollte man grundsätzlich auf Facebook sein und so weiter. Das muss jeder für sich selber auch entscheiden. Meine Freundin, die selber Pädagogin ist, die das Manuskript vom Buch gelesen hat, hat gesagt, jetzt wo ich es gelesen habe, gehe ich erst recht nicht auf Facebook. Ist auch okay. Ich möchte allerdings jetzt vor allem die nächsten einzelnen Punkte nochmal sich überlegen, wenn ich mich dafür entschieden habe, auf Facebook zu gehen, oder wenn ich mich entschieden habe, meinen Kindern zu erlauben, auf Facebook zu sein, welche Möglichkeiten habe ich dann, Facebook so zu nutzen, wie ich es haben will, oder möglichst nah ranzukommen. Also es geht auch gar nicht um die Frage, Facebook-Partys ja oder nein, sondern wenn ich sage, jawohl, ich stelle eine Veranstaltung auf Facebook ein, dass ich, wie wir es gerade gesehen haben, eben mit diesen Einstellungen das und das erreiche. Ich möchte nicht über die Chancen und Möglichkeiten des digitalen Wandels an sich sprechen. Ich glaube, das ist nicht nur eine eigene abendfüllende Veranstaltung, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Woche oder ein ganzes Pro-Seminar an der Uni damit füllen, wie sich der digitale Wandel überhaupt auswirkt. Ich werde noch keine Altersempfehlungen geben. Grundsätzlich ist es so, dass man auf Facebook laut allgemeinen Geschäftsbedingungen erst ab 13 Jahren anfangen darf, ein Konto anzulegen. Was macht Facebook, wenn man sich neu anmeldet? Fragt es nach dem Geburtsdatum. Ich werde Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis verraten. Als ich selber 11 Jahre alt war, habe ich meine Mutter auch so lange geärgert, bis sie mit mir zur Volksbank gegangen ist, um mein Konto zu eröffnen. Das wäre aber erst ab 12 Jahren gewesen. Das heißt, Altersempfehlungen sind natürlich sehr individuell. Muss man sich selber einerseits für sich als Elternteil überlegen, möchte man, ist das Kind schon reif genug oder wie lange kann ich dem Kind noch tatsächlich auch mit diesem Verweis
auch die Altersgrenze davon abhalten. Das muss man halt im Detail und für sich individuell auch beantworten. Das können wir nicht ganz generell machen. Auch gibt es keine Patentrezepte. Es gibt auch gute Gründe, grundsätzlich keine Facebook-Party anzulegen. Oder man kann auch mal sagen, es ist okay, wenn Freunde auch andere Gäste mitbringen können. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn ich das im Griff habe und wenn ich das ständig anschaue, kann man sich das schon sehr wohl überlegen. Das ist dann natürlich jedem wieder selber freigestellt, aber Patentrezepte gibt es in dem Maße nicht. Wir werden nachher uns auch nochmal anschauen, was einfach auch die Empfehlungen grundsätzlich sind. Und da muss dann jeder für sich selber das wissen. Und Mäßigung bei exzessiver Nutzung, Stichwort Sucht, Internetsucht, Facebook-Sucht, das ist dann tatsächlich auch ein mehr oder weniger klinischer Befund. Ich meine, da geht es dann schon mal richtig in die Folge. Das werden wir auch nicht im Rahmen eines VHS-Kurses irgendwie behandeln können. Da muss man sich dann auch nochmal ganz speziell und auch durch die professionelle Hilfe holen. Da werde ich Ihnen am Ende auch nochmal einen Tipp geben, wo man das bekommen kann. Aber grundsätzlich dieses Thema Facebook-Sucht, ja oder nein, das ist nochmal ein sehr, sehr spezielles. Das wird heute Abend nicht haben. Aber zum Fahrplan eben, was ich jetzt gerne besprechen möchte, ist Privatsphäre und Datenschutz im Rahmen von Facebook. Sie haben ja, man hat auf Facebook ja, habe ich Ihnen am Anfang gesagt, hat ja so diese Selbstdarstellungskomponente. Also ich sage, welche Religion ich habe, welches meine Lieblingsbücher sind, mein Lieblingszitat, auf welche Schule ich gehe und so weiter. Und das sind alles Informationen, die, und das ist ein großes Problem auch bei Facebook, in den meisten Fällen grundsätzlich öffentlich sind. Und ich muss für mich selber erst entscheiden, wenn ich das nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte, sondern wenn ich das nur speziellen Leuten zeigen möchte. Es kann kein guter Tipp sein, zu sagen, möglichst wenig Informationen über sich selber preiszugeben. Denn das ist natürlich die Grundidee bei Facebook, dass ich einerseits sage, was sind meine Lieblingsbücher, wo gehe ich zur Schule, was, über welche Witze kann ich lachen und so weiter. Und man muss einen Mittelweg finden. Und dann gibt es die Privatsphäre-Einstellungen. Die kann man im Facebook-Menü rechts oben, klickt man auf das Pfeilchen, kommt auf Privatsphäre-Einstellungen. Und dann versucht Facebook ein bisschen leidlich da eine Hilfestellung zu geben. Und ich kann grundsätzlich bei jeder Art von Information das Publikum beschränken. Ich kann sagen, meine religiöse, welcher Religion ich angehöre, das soll nicht eine Öffentlichkeit sehen, sondern es soll zum Beispiel nur die Freunde sehen oder es sollen nur die Freunde von Freunden sehen. Und Freunde sind in dem Fall Leute, von denen ich selber am Anfang irgendwann mal gesagt habe, okay, du bist ein Freund von mir, dir vertraue ich mehr oder weniger. Das ist bei mir persönlich mit 1970 schwierig. Das heißt, ich habe grundsätzlich nur Informationen auf Facebook an sich drin, die ich mir auch aufs T-Shirt schreiben will. Und ich sage, es ist okay, wenn da steht, ich bin bei den Grünen und laufe mit dem T-Shirt damit über die Straße. Finde ich jetzt an sich nicht verwerflich, deswegen habe ich es bei Facebook auch drin. Es ist öffentlich. Diese Freunde von Freunden, meine interessante Rechnung, ich habe vorhin gesagt, das sind so 130 Leute etwa, die jeder im Schnitt als Freund hat. Wenn ich 100, im Beispiel habe ich 150 Freunde, und diese 150 Freunde haben ja ihrerseits nochmal 150 Freunde, dann kommen wir auf 22.500 Menschen. Dann wird natürlich ein Teil nochmal sich überschneiden. Meine Freunde sind die Freunde von meinen Freunden, der Fußballverein, die Schulklasse und so weiter. Aber so aus der Hüfte raus geschossen kommt man bei Freunden von Freunden, wenn ich selber nur die 150 habe. Das ist für eine 8- oder 9-Klässlerin schon relativ viel. Wenn ich mir vorstelle, im selben Jahrgang, in derselben Jahrgangsschule sind es vielleicht 50 oder 60. Dann kommt man auf ein paar tausend Menschen. Nur Freunde von Freunden. Da ist man relativ schnell bei einer sehr, sehr großen Zahl. Deswegen plädiere ich auch dafür, dieses Freunde von Freunden, das hier so schön locker flockig, hört sich nicht so schlimm an. Aber wenn man das mal durchrechnet, ist man ratzfatz bei einer relativ unüberschaubaren Zahl. Man kann es eben auch nur auf die Freunde beziehen. Man kann es dann für jede einzelne Information machen oder mit Nutzer rechnen. Wenn man in diese Einstellung reingehen, dann sind die relativ überschaubar, aber bei manchen Begriffen, ich weiß nicht, ob Facebook da
ob sie es nicht hinbekommen haben, das ordentlich ins Deutsche zu übersetzen, oder ob sie es nicht hinbekommen wollten, es so zu übersetzen, dass man es auch versteht, ohne dass man ein Germanistikstudium abgeschlossen hat, das weiß ich nicht. Aber man sieht hier eben, man kann einerseits sagen, bestimme, wie du dich mit Personen, die du kennst, verbindest. Man kann dann sagen, lege fest, was passiert, wenn Freunde dich oder deinen Inhalt in deine Chronik markieren. Wer von denen, die auf Facebook sind, kann in diesem zweiten Satz, lege fest, was passiert, wenn Freunde dich oder deinen Inhaltbeitrag in deine Chronik markieren. Das ist, da muss man schon zweimal irgendwie um die Ecke denken, was denn damit eigentlich gemeint ist. Das heißt, es lohnt sich, und das ist auch sicherlich nochmal ein Appell, auch sich mit den eigenen Kindern hinzusetzen und dieses einfach mal durchzulesen, um mal nachzufragen, was ist denn das eigentlich? Wenn man da draufklickt, dann kommt eben genau das hier, ohne die Markierungen, und dann wird es zum Teil etwas verständlicher, aber auch nicht so ganz. Wer kann in deiner Chronik posten? Niemand. Das ist meine persönliche Einstellung, die ich für mich entschieden habe. Niemand ist natürlich vom Begriff her auch ein bisschen komisch, weil ich bin jemand, ich kann schon in meiner Chronik posten, aber andere können auch meiner Pinnwand nichts hinterlassen. Was sehr häufig auch ist, dass man natürlich, man kann sich diese Chronik, die wir vorhin hatten, wo mein Profilbild war und oben dieses Bergfoto von den drei Zinnen, die Bergsteiger, die das erkannt haben, wer kann mir da eine Nachricht auf meinem virtuellen schwarzen Brett hinterlassen? Ich für mich habe entschieden, das soll nur ich können und niemand anders sonst. Das ist mein digitales Wohnzimmer. Da soll kein anderer was hinterlassen. Das kann man für sich individuell entscheiden. Die Voreinstellung ist eine andere. Ich kann sagen, da sollen Freunde von Freunden drauf posten können. Aber da bin ich ganz schnell bei einer sehr, sehr großen Zahl. Das muss man für sich selber festlegen. Oder sie gemeinsam mit ihrem Kind. Wer kann sehen, was andere in deiner Chronik posten? Das sind jetzt bei mir die Freunde von Freunden. Das heißt, bei mir kann eh niemand was in meiner Chronik posten, also ist die zweite Einstellung relativ sinnlos, aber ich habe ja einfach Freunde von Freunden gelassen, das war die Voreinstellung. Beiträge, die in Freunde nicht markieren, prüfen, bevor sie in deiner Chronik erscheinen. Also ich glaube, das ist perfektes Beamtendeutsch. Ja, da könnte man einen Stempel draufhauen, den Bundesadler oben hinsetzen, aber das ist immer noch nicht perfekt. Was ist das? Das war genau dieses Markieren. Das heißt, wenn jemand auf einem Foto sagt, das ist der Thomas Breit, den wir vorhin hatten, dass man auf die Nasenspitze klickt und dann den Namen aussucht, dann erscheint es automatisch auf meiner Pinnwand, auf dieser Übersichtsseite, wo die ganzen Fotos nur zu sehen waren. Und da kann ich sagen, ich möchte, bevor das dort erscheint, möchte ich das überprüfen, ja oder nein. Um es vorher zu überprüfen, muss ich auf Ja klicken und ansonsten auf Nein. Man muss dann manchmal auch in die Ecke denken. Das muss man sich Schritt für Schritt durchschauen. Und das Letzte hier, wer kann Markierungsvorschläge sehen, wenn Fotos hochgeladen werden, die hier ähneln? Das ist interessanterweise, da finden Sie nirgendwo den Begriff Gesichtserkennung. Aber genau das ist die Gesichtserkennung. Das heißt, die Gesichtserkennung heißt auf Facebook, Markierungsvorschläge sehen, wenn Fotos hochgeladen werden, die dir ähneln. Ich habe für mich entschieden, nein, das soll niemand entscheiden können, das möchte ich nicht automatisch haben. Das ist eine Einstellung, die sich innerhalb von in den nächsten drei Wochen erledigt hat, weil eben diese Markierungsvorschläge, diese Gesichtserkennung auf Facebook abgeschlossen werden. Man kann auch, und das ist wichtig, bei jedem Beitrag, den man auf Facebook hinterlässt, hier zum Beispiel sagen, für wen soll er denn sichtbar sein? Für wen soll denn dieses Foto beispielsweise? Also angenommen, man macht Fotos auf einer Party und möchte die auf Facebook einstellen. Dann ist es ganz wichtig, dass ich sage, dieses Album soll zum Beispiel nur meine Freunde sehen können. Oder nur meine engen Freunde. Ich auch eine Liste auf Facebook anlege und sage, das sind meine 15 Klassenkameraden, das sind die, die ich auch tatsächlich kenne, die mit mir in dieselbe Klasse geht und die sollen dieses Foto sehen können, andere sollen es nicht sehen. Und das kann ich bei jedem einzelnen Beitrag einstellen und das ist vor allem natürlich für Fotos ganz wichtig, dass ich einerseits zwar kann das nachvollziehen, wenn man Fotos auch auf Facebook einstellen möchte, von einer Party, von einem Schulfest, aber dass man dann auch sagt, hey,
Also das sollten entweder nur Freunde oder vor allem dann etwas genauer bestimmte Personen oder Listen. Und eben nicht alle Freunde von Freunden, weil das sind sehr schnell sehr viele Menschen. Und wichtig, das ist auch noch so ein bisschen was, da steht dann manchmal, das soll nur ich sehen. Das ist tatsächlich diese, so steht es auch auf Facebook drin, was dort nicht steht ist, und Facebook. Das heißt, alles, was ich bei Facebook einstelle, auch wenn ich sage, das soll nur ich sehen können, manchmal macht man das und lädt ein Foto hoch und sagt erstmal, ach, möchte erstmal nur ich sehen, aber das heißt natürlich auch, dass die Firma Facebook natürlich dieses Foto hat. Und es gab, ich glaube, es war auch letzte Woche Gerüchte, dass private Nachrichten, also eine Art E-Mail, die zwei Nutzer auf Facebook ausgetauscht haben, dass die durch ein Versehen oder durch einen Fehler öffentlich wurden. Das heißt, in dem Moment, in dem ich ein Foto, wenn es sehr peinlich ist, auf Facebook hochlade und darauf nur ich kann das sehen klicke, mag ja sein, dass das eine Zeit lang funktioniert, aber wenn irgendwann mal ein Fehler passiert oder jemand das Passwort errät oder mir beim Einloggen im Jugendtreff über die Schulter schaut, dann ist es natürlich draußen. Also dieses nur ich heißt natürlich auch ich und immer Facebook hinterher. Bitte? Wie ist das, wenn man nur ich anklickt und das Foto danach zum Beispiel wenn man wieder löscht, ohne es wirklich für andere sichtbar zu machen, bleibt es bei Facebook erhalten, also werden die Daten quasi gespeichert? Nichts Genaues weiß man nicht, aber im Zweifelsfall wird es bei Facebook gespeichert. Es ist so, wenn man ein Facebook-Konto zum Beispiel löschen möchte, dann kann man das Facebook-Konto, entweder sind es 3 Monate oder 6 Monate, das ändert sich auch immer, und Facebook ist damit seiner Öffentlichkeitsarbeit auch, da muss man immer genau schauen. Aber man kann beispielsweise dieses Facebook-Konto nach einigen Monaten problemlos wieder reaktivieren. Wo man vorher komplett überall gesagt hat, jawohl, ich will löschen, ja, ich will löschen, muss er dann 7, 8, 9 Mal immer nochmal bestätigen, ich bin mir wirklich sicher, und nein, ich komme nicht nochmal zurück, und nein, aber auch wirklich, aber auch ganz arg wirklich. Und irgendwann heißt es, okay, du bist jetzt, dein Konto ist nicht mehr aktiv, du kannst aber in 2 Monaten nochmal kommen und dann aktivieren wir es wieder. Das heißt, Facebook hat das dann alles tatsächlich gehalten. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch für mich, sehr wahrscheinlich für diese Fotos sein. Das heißt, wenn ich das lösche, dann ist es als gelöscht markiert. Aber irgendwo auf Facebook-Servern ist es noch drin. Wie gesagt, es gab auch schon Vorkommnisse, dass irgendwelche Infos, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, dann einfach auf Fehler wurden. Ein Punkt noch, der ganz wichtig ist am Anfang. Ich hatte jetzt am Wochenende in Nürnberg auch ein Seminar zum Thema Facebook für die Öffentlichkeitsarbeit, also für Organisationen, die einen Facebook-Account aufmachen. Da war das auch nochmal so, wenn man bei Facebook sich ein neues Konto aufmacht, das geht relativ schnell. Und innerhalb von noch nicht mal 10 Minuten, alles was Sie brauchen, ist eine E-Mail-Adresse und das war's. Weil eine E-Mail-Adresse wird ein Code geschickt, da müssen Sie draufklicken und dann ist das Konto aktiv. Und dann macht man 3 Schritte, man gibt seinen Namen ein, das Geburtsdatum, wo man wohnt, in welcher Hochschule man war, kann man sagen, ach, überspringen, würde ich nicht sagen. Und dann ist der Schritt, hier, 1. Der erste Schritt, man weckt sich hier, wie nichts daran, dann heißt es, finde deine Freunde. Sind deine Freunde schon bei Facebook? Viele deiner Freunde sind vielleicht schon hier. Das wird wahrscheinlich stimmen bei 25 Millionen Menschen in Deutschland. Das Durchsuchen deines E-Mail-Kontos ist der schnellste Weg, um deine Freunde auf Facebook zu finden. Die Aussage an sich ist richtig, es ist aber auch der schnellste Weg, sich richtig unbeliebt zu machen oder einen riesengroßen Fehler zu machen. Was hier ist, man gibt die E-Mail-Adresse an und das E-Mail-Passwort. Und dann geht Facebook beispielsweise zu web.de oder zu Hotmail oder zu Google Mail, geht dahin, nimmt das Adressbuch und schaut nach, aha, das sind 100 E-Mail-Adressen. Wer dieser 100 E-Mail-Adressen hat denn schon ein Facebook-Konto? Das ist auf der einen Seite, mag das schon ganz, ganz praktisch sein, auf der anderen Seite hat man in dem Moment das E-Mail-Passwort an irgendjemand fremdgegeben. Und das ist auch etwas, da kann man schon auf diesen Schritt überspringen, aber wer hat unten diesen Button bisher schon gesehen? Ja, wenn hier groß Freunde finden und blaustehen. Das ist eine Kleinigkeit und es zieht sich durch Facebook an vielen Stellen durch. Man kann es, wenn man genau achtet und genau schaut und sich überlegt, schon auch so nutzen, dass man sagt, nein, ich bin damit einigermaßen zufrieden. Es gibt ein paar Dinge, die kann man individuell nicht ändern, aber das ist so ein typisches Beispiel, wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte Facebook mit dem Konto anlegen, um auch zu schauen, was denn das genau bedeutet, angenommen, was machen wir morgen, um mal zu sehen,
was denn das ist, dann klicken Sie hier auf gar keine Fall, gehen Sie hier nur einfach ins Passwort von der E-Mail-Karte. Das ist ganz wichtig. Und gehen Sie einfach auf Schritt überspringen. Das kann man an vielen Stellen bei Facebook machen. Schritt überspringen oder rein, das möchte ich nicht preisgeben. Hier sehen wir nochmal, da könnte ich jetzt, was machst du gerade? Also da könnte ich sagen, ich freue mich über das schöne Wetter oder am Freitagnachmittag, yeah, am Wochenende geht es nochmal ordentlich in die Berge, abklettern für dieses Jahr und dann kommt der Herbst. Und dann kann ich hier links unten sagen, wer begleitet dich? Und das ist natürlich auch wiederum spannend. Wenn ich selber für mich sage, ich bin gerade in der Fichtengebirgshalle in Brunsiedel, kann ich als erwachsener Mann das natürlich sagen, das ist jetzt auch für mich nicht, ist ja kein intimes Detail. Aber wenn ich da einfach sage, ja, und der begleitet mich, dann zeige ich natürlich auch etwas über andere aus. Das ist jetzt natürlich von der Meinungsfreiheit natürlich grundsätzlich gedeckt. Klar, ich darf natürlich die Wahrheit darf ich grundsätzlich sagen. Aber man muss sich natürlich schon gut überlegen, wie ich mit meinen Freunden auch umgehe und mit deren Recht auch in Ruhe gelassen zu. Das heißt, Facebook macht es hier immer schön einfach und sagt, Mensch, wer begleitet dich, sag doch mal, mach doch mal. Aber man muss für sich selber auch und im eigenen Freundeskreis natürlich auch Möglichkeiten finden und mit den eigenen Freunden und Freundinnen natürlich auch sagen, hey, ist es okay, wenn ich dich jetzt markiere oder möchte ich das nicht? Oder dass man dann auch die Leute anspricht und sagt, hey, du hast gestern gesagt, ich war mit dir in der Musikschule, es war mir ein bisschen peinlich, lass es doch bitte nicht. Oder ich möchte nicht, dass du mich dort markierst. Man kann das auch in Privatsphäre-Einstellungen festlegen, dass man eben von anderen hier nicht markiert werden kann. Dass man, wenn ich jetzt hier sage, wer begleitet dich, wo man es treibt, dass es nicht funktioniert. Die Voreinstellung bei Facebook, Sie werden es erwarten, ist genau andersrum. Dass ich nicht aktiv werde, wenn ich das verhindern möchte. Aber das ist auch eine Kleinigkeit, wo man nochmal sagen kann, wo denn der eigene Bereich ist und was ich selber für mich als Information preisgeben möchte und was nicht. Soweit mal zum Thema Privatsphäre und Datenschutz. Ich möchte mal auf das Thema Urheberrecht eingehen. Das ist jetzt zwar am Beispiel Facebook, aber das ist natürlich auch, das gilt auf jeden Fall auch für andere Netzwerke, für andere soziale Netzwerke oder grundsätzlich fürs Internet. Es gab vor einem Jahr etwa, ging es durch Facebook durch, da gab es also Helden unserer Kindheit hier oben und der Aufruf war, habt ihr schon von dieser Aktion gehört, ersetzt ab jetzt bis zum 18. November 2011 euer Profilbild auf Facebook durch das Bild eures Comic-Helden aus eurer Kindheit. Ziel des Spiels ist es, einen richtigen Flug an Kindheitserinnerungen zu erzeugen. Wir sind gespannt, wer von euch einen diesen Charakter als Profilbild hochlädt. Was hat das jetzt mit Urheberrecht zu tun? Wir haben 100.000 in Deutschland das Urheberrecht bekommen. 100.000 hätte man abmahnen können und hätte man sagen können, ihr habt gegen das Gesetz verstoßen. Warum? Weil ich nicht einfach, ich kann mir da zwar den Mickey Mouse natürlich im Laden kaufen, aber mit diesem Kaufen von diesem Comic im Laden erkaufe ich mir noch lange nicht das Recht, das Bild selber hochzuladen und anderen zugänglich zu machen. Es ist völlig egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Was damals passiert ist, Disney hat natürlich gesagt, die haben es zurückgelehnt und haben gesagt, das ist doch eine schöne Werbung für uns. Ist okay, weil das macht, erzeugt mehr Aufmerksamkeit. Aber trotzdem hat man das Gesetz gebrochen. Und wenn Disney nicht gesagt hätte, wir nehmen das, wir gehen dagegen nicht vor, dann hätte man ordentlich Probleme bekommen. Und das Urheberrecht gilt, oder andersrum gesagt, was fürs Urheberrecht nicht gilt, ist, das habe ich im Internet gefunden. Ja, ist schön, dass man was im Internet gefunden hat. Und dass ich einfach bei Google Bilder suche, nach Mickey Mouse suche und mir ein Foto runterlade, das hat irgendjemand dort eingestellt. Richtig. Aber mit dem Einstellen eines Fotos ins Netz gebe ich noch nicht irgendjemandem oder der gesamten Öffentlichkeit die Erlaubnis, das auch zu verwenden. Das heißt, wenn ich ein Foto ins Netz stelle, dann muss ich immer den Urheber fragen. Da kann ich nicht einfach nur ein Schaff im Internet finden. Das reicht einfach nicht.
Oder da stand nichts von Copyright dabei. Schön. Aber ich muss nicht überall ein kleines Zeichen machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Bild von einem Rehkitz brauche für irgendwas auf der Webseite oder ich möchte es einfach auf mein Facebook-Account stellen, dann ist es urheberrechtlich nicht okay. Das ist verboten. Auch wenn ich da nicht irgendeine Lizenzangabe habe. Grundsätzlich brauche ich die Erlaubnis und wenn ich nichts Gegenteiliges habe, dann kann ich es ja nicht. Das ist nicht für kommerzielle Zwecke. Das ist auch völlig egal. Auch wenn ich das nur auf meiner privaten Seite mache. Ich muss als Urheber eines Fotos oder eines Liedes nicht hinnehmen, dass irgendjemand anders das verwendet. Auch wenn der andere damit kein Geld verdient. Auch wenn ich, gut, wenn ich ein 13-jähriges Kind bin, dann bin ich noch nicht strafmündig. Dann schaut die Sache vielleicht anders aus. Aber es das heißt ja nicht, dass es deswegen erlaubt ist. Nicht mal eine Frage. Wenn die Firma dazu aufruft, müsste man mal schauen, für welche Bilder das dann gilt und für welche Disney-Bilder das tatsächlich gilt. Wenn sie es korrekt machen, müssten sie eigentlich sagen, sucht euch einen aus folgenden Bildern aus. Und die Frage bei Facebook ist natürlich, hat Disney Deutschland dazu tatsächlich aufgerufen oder haben das irgendwelche Fans gemacht, die sich halt Disney nennen? Disney-Fanpage beispielsweise. Nutella hat das lange Zeit gemacht. Das waren irgendwelche Fans, die haben gesagt, wir sind Nutella-Fans. Wir haben eine Fanpage auf Facebook aufgebaut und haben lange Zeit gerätselt, wer ist das denn eigentlich? Bis irgendwann mal die Firma Ferrero kam und gesagt hat, hey, das ist gar nicht unsere Seite, gib mal die Gefälligst uns. Das heißt, bei diesem Thema Disney ist es natürlich auch so, da kommen wir jetzt dabei nochmal dazu, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, aber rein von den Buchstaben des Gesetzes geht es nicht, auch wenn es viele machen. Damit mache ich doch Werbung für die. Ja, richtig, das sagt man oft im Bereich beim illegalen File-Sharing. Ich lade Musik runter und ich bin toll oder ich lade es auf YouTube hoch, ist ja schön, aber ich muss als rechte Inhaber, muss ich es nicht hingehen, dass mir irgendjemand was Gutes tut. Ich muss es nicht hinnehmen, dass jemand Werbung macht mit meinen eigenen Werken. Ich brauche grundsätzlich immer die Erlaubnis. Und das machen die anderen doch auch. Es ist natürlich beim Erziehen sehr häufig so, dass es heißt, naja, das ist mir doch völlig egal, was denn, wie lange Michael aufbleiben darf, du wirst trotzdem in der Nummer. Aber auch weil viele das gemacht haben, es kann sich ein Rechteinhaber bei diesem Thema Disney, die können sich natürlich irgendjemand raussuchen. Und die müssen eben nicht alle 10.000 abmahnen, sondern die sagen, Mensch, wir nehmen einfach, wir statuieren ein Exempel, wir suchen uns irgendjemand raus und der ist dann tatsächlich haftbar, der hat dann die Probleme an der Backe. Das heißt, nur die Tatsache, weil andere das machen, wird mich nicht dafür schützen, Abmahngebühren zum Beispiel oder sowas zu zahlen. Das war also grob zum Urheberrecht. Es ist relativ einfach zu merken, wenn ich nicht zweifelsfrei die Erlaubnis habe, dass ich irgendetwas veröffentlichen darf, darf ich es auch nicht. Kommen wir nochmal zum zweiten Punkt, Recht am eigenen Bild. Darf ich dieses Foto hier auf Facebook veröffentlichen? Angenommen, ich hätte das jetzt, ich habe es nicht gemacht, ich bin ja drauf zu sehen, aber derjenige, der es gemacht hat, darf der das einfach auf Facebook veröffentlichen? Nein, aber warum? Wir lachen doch alle in die Kamera. Wir wissen doch, dass wir fotografiert werden. Genau. Hier, die drei, die da zu sehen sind, die haben ihre Einwilligung offensichtlich zweifelsfrei dazu gegeben, dass sie ein Foto machen darf. Das sind alles drei erwachsene Männer, da weiß ich, die gehen davon aus, das ist okay. Die wissen, dass ich gerade ein Foto mache. Die haben dem Fotografen die Erlaubnis gegeben, das Foto zu machen. Aber nicht dieses Foto irgendwie zu veröffentlichen. Das heißt, ich muss explizit fragen. Ich muss sagen, hey, ist es okay, wenn ich dieses Foto auf Facebook stelle? Und dann sagen die ja oder nein. Oder wenn ich sage, hey, ich möchte noch mal schnell ein Foto für Facebook machen. Wenn die dann nicken, dann haben sie ihr Einverständnis gegeben. Wenn die später sagen, wenn die später das Gegenteil behaupten und sagen, ich habe dieses Einverständnis nicht gegeben, dann habe ich das Problem, es nachzuweisen. Deswegen wäre natürlich schriftlich die richtige Variante, aber ehrlich gesagt macht man das natürlich.
Aber höflich und die allermeisten Probleme wird man dadurch schon verhindern, indem man sagt, ist es okay, wenn ich das Foto auf Facebook veröffentliche? Und wenn die dann sagen, ja, ich möchte es aber vorher nochmal sehen, dann zeigen sie es ihnen vorher, oder dann zeigen sie es ihnen vorher. Und wenn sie das dann, wenn sie dann sagen, ja, okay, ist okay, und wenn nicht, dann eben nicht. Was ist denn mit so einem Foto? Das sind jetzt alles Beispiele, die genauso im Internet, fast genauso aus dem Internet sind. Ich habe das Gesicht habe ich jetzt hier unkenntlich gemacht. Bei dem Foto habe ich zwei Sachen. Die Tatsache, dass ich es hier öffentlich zeige, muss einerseits schauen, habe ich das, darf ich das Urheberrecht nicht. Das heißt, der Fotograf, der das gemacht hat, darf mir das verbieten. Das Ding hat eine Creative Commons Lizenz, das heißt, ich darf es für nicht kommerzielle Zwecke auch tatsächlich, oder sogar für kommerzielle Zwecke in jedem Fall, sogar auch zeigen. Also urheberrechtlich ist das keine Frage. Aber natürlich hat die abgebildete Person ein Recht am eigenen Bild. Und da gilt auch im Normalfall, in den meisten Fällen, die man privat, mit denen man privat zu tun hat, darf ich nicht. Ohne Einverständnis der abgebildeten Person darf ich das nicht zeigen. Völlig unabhängig davon, ob da jetzt vier Leute oder eine Person oder sieben, manchmal hört man so die Grenze sei bei sieben. Nein, rechtlich kann ich auch ein Foto von acht Leuten darf ich nicht einfach so kaufen. Auch das hier. Zwei lachen zwar in die Kamera, aber ohne dass sie sagen, jawohl, ist okay, wenn du das ins Netz stellst, auch wenn es gar nicht mal so besonders peinlich vielleicht wäre wie das linke. Auch das hier. Das ist vielleicht überhaupt nicht peinlich. Das ist so ein ganz normal, das findet man öffentlich, wenn es jetzt bei Flickr oder bei einer Foto-Community, kann man einfach danach suchen, nach Party oder Party-Pics. Dann sieht man genau das mit den Gesichtern. Darf man nicht. Leute, die zu sehen und zu erkennen sind, müssen dem Ganzen zustimmen. Auch hier sieht man ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denn acht Leute, da sagen manche, ja, ab sieben darf man ja veröffentlichen. Nein, darf man nicht. Diese sieben, das ist so eine Hausnummer, da könnte man langsam mal überlegen, ob das dann ein Gruppenfoto und hin und her. Aber hier eindeutig, unabhängig, ob es sieben oder zehn Leute zu sehen sind, ich brauche von jedem Einzelnen die Zustimmung. Man darf die Sachen nicht so veröffentlichen. Das kennt die Masse. Doch. Das Recht am eigenen Bild. Er erstreckt sich darauf, dass ich von ihnen kein Bild machen darf, auf dem sie zu erkennen sind. Das heißt, man kann sie auch unabhängig vom Gesicht manchmal erkennen. Von der Seite oder aus den Rahmenbedingungen, wenn man weiß, im Wohnsiedel kennt man sich, man sieht sie, man fotografiert sie von hinten, von weiße Haare, Rollstuhl, dann wird man schnell bei ihnen sein. Dann brauchen sie auch ihr Einverständnis. Also unabhängig vom Gesicht. Die Person muss erkennbar sein, und zwar für die Zielgruppe. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto mache von Ihnen, das in der Tageszeitung zeige, dann brauchen wir auch ein Verständnis. Es gibt ein paar Ausnahmen, die greifen für uns aber alle nicht, zum Beispiel Personen des öffentlichen Lebens. Also Angela Merkel muss es einfach sich gefallen lassen, genauso wie der Bürgermeister, der muss sich im Rahmen seiner Amtsgeschäfte gefallen lassen, dass man ein Foto macht. Der muss sich aber nicht gefallen lassen, wenn der am Sonntagabend ein Bier trinkt, ganz gemütlich. Und das ist keine öffentliche politische Veranstaltung, da muss das auch wiederum sich nicht gefallen. Aber das sind schon wiederum Beispiele, die wir im Alltag eigentlich auch gar nicht mehr machen, wenn man wirklich von Angela Merkel anders schaut es aber, anders schaut es hier aus. Hier ist mein Co-Autor des Buches hier links unten zweifelsfrei zu erkennen. Wenn ich ein anderes Foto, wenn ich das Foto auf dem Buchrücken von ihm mir anschaue, dann weiß ich genau, aha, das ist der Jörg Busmerholz. Darf ich das jetzt hier veröffentlichen ohne seine Zustimmung? Genau. Warum? Der eigentliche Bildinhalt ist hier diese Kirche. Und ich könnte niemals ein Foto machen von der steinernen Brücke in Regensburg, wo nicht irgendwo jemand drauf zu erkennen wäre. Wichtig, und so steht es dann auch in dem, so sagen dann Juristen dazu, er ist hier nur Beiwerk. Schmückendes oder weniger schmückendes Beiwerk. Aber das eigentliche Foto soll diese Kirche darstellen. Bei den anderen Fotos, die wir gerade gesehen haben, da waren die abgebildeten Menschen immer das Hauptmotiv.
Und da ging es immer darum, diese Menschen zu zeigen. Hier ist er mir halt einfach ins Bild gelaufen. Auch diese Person hier, den erkennt man jetzt zwar nicht, aber wenn mir da einer ins Bild läuft und wenn ich eigentlich was anderes zeige. So ein Grenzfall ist es bei so Schulveranstaltungen oder bei öffentlichen Veranstaltungen. Also wenn am Freitag, wo findet da diese Autoshow statt? In der Glasschleife. In der Glasschleife, wenn man da ein Foto macht und zum Beispiel von den Autos, die dort ausgestellt werden, Fotos macht, dann wird man immer irgendwo eine Person im Hintergrund vielleicht sehen. Das darf man veröffentlichen, wenn das eigentliche Ziel des Fotos etwas anderes ist. Ja? Öffentliche Veranstaltungen habe ich ganz persönlich erlebt. Das war beim Public Viewing, Fußball, WM oder EM. Da ist auch eine Fotografin rumgelaufen, hat dann Bilder gemacht. Aber das waren Porträtaufnahmen von Leuten, da ging es ja auch um Thema Facebook. Die Party da auch da zu dokumentieren. Die habe ich mir dann gegriffen. Also die hat auch ohne mich zu fragen mich geknipst und ich habe dann genau drauf geschaut, ich soll das löschen auf der Karte. Aber die hat es nicht selber, die hat nicht mich gefragt, darf ich ein Foto machen. Weil das war ja auch öffentlicher Bereich, private Veranstalter. Wie ist es da eigentlich? Dürfen die da überhaupt rumknipsen? Also die Frage ist, ab wann ist es eine öffentliche Veranstaltung? Also was wir heute Abend hier haben, das ist so eine Mischung. Wir haben einerseits einen überschaubaren Kreis an Menschen, aber es ist natürlich grundsätzlich durfte jeder kommen. Also es ist insofern auch eine öffentliche Veranstaltung. Es ist auch so ein Graubereich, da müsste man dann im Einzelfall schauen, wenn ich jetzt ein Foto mache mit dem Handy und sage, könnte man ja machen und sagen, hier, Blick von der Bühne ins Publikum. Dann fotografiere ich sie so und stelle es auf Facebook. Das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen. Ich darf auch einerseits hier dieses öffentliche Gebäude fotografieren, ich darf auch öffentliche Veranstaltungen dokumentieren. Zum Beispiel auf Demonstrationen oder auf Partys oder auf Festen. Und wenn ich die Veranstaltung als solche zeigen möchte, wenn ich zeigen möchte, wie dieser Raum hier ausschaut, wer ungefähr hier ist, wie viele Menschen ungefähr hier ist, wie ungefähr die Altersstruktur ist. Und einfach, ich möchte zeigen, das war das Publikum meines Vortrags. Dann werde ich das wahrscheinlich dürfen. Was ich nicht darf, ist jetzt rauszoomen und zum Beispiel einen Kuchenbäcker direkt hinzoomen und ihn als Person darstellen. Weil dann zeige ich ja nicht diese Veranstaltung, sondern dann porträtiere ich ihn als Menschen. Und das darf ich nicht ohne sein Einverständnis. Und wenn die Fotografin eben einzelne Leute rangezoomt hat, dann hat sie fotografiert und dann braucht sie dafür die Einverständnis. Und dann kann man auch, wenn man sein eigenes Foto dann später in der Zeitung sieht, dann kann man sich dort melden und sagen, hier, geht nicht, ich ziehe Ihnen das Recht, man geht entweder gleich zum Anwalt, oder man kann, das ist der einfachste Weg, einfach mal ein Honorar vorlegen. Also ich gebe 150 Euro Honorar. Und wenn Sie dann nicht zahlen, dann geht man zum Anwalt. Dürfen tut man es nicht. Auch wenn es viele Menschen machen. Was man auf Facebook machen kann, ist einerseits natürlich als erstes denjenigen, der das Foto eingestellt hat, einfach mal ansprechen. Im Normalfall kennt man sich ja und sagt, hey, nimm das Foto bitte raus. Braucht man auch gar nicht begründen. Kann einfach, das reicht völlig, wenn du sagst, ich will das nicht. Komm. Tja, aber du schaust doch ganz nett aus. Ich will das nicht, nimm das raus. Das ist dann natürlich so eine zwischenmenschliche Sache auch. Der zweite Schritt wäre dann, man geht entweder zu den eigenen Eltern oder zum Lehrer oder zu den Eltern des Fotografen und sagt, hier, pass mal auf, ich möchte dieses Bild rausgeben. Man kann auch bei Facebook unter einem Foto dieses Foto melden machen. Da geht es dann schon wieder los zum Thema Facebook und Hilfestellung bei Facebook. Was passiert, wenn man innerhalb von Facebook, also wenn man sagt, als erstes hat man mal diese Person angesprochen und gesagt, nimm das Foto direkt raus, will ich nicht, hat nicht reagiert, dann kann ich dieses Foto melden und dann geht so ein Fenster auf, das schaut so aus, dann sage ich an B, das ist automatisch hier schon eingestellt, also Jarosz Schlamewski ist einfach der Fotograf oder derjenige, der das Foto veröffentlicht hat, dann sage ich, hallo, mir gefällt dieses Foto, ich bitte entferne es, um hier drunter ist das Foto zu sehen, bin ich auch weiter, bin noch zweimal auf weiter und das war's. Was ist dann passiert? Ich habe automatisch eine Nachricht an ihn angelesen. Also das ist die Hilfestellung, die Facebook in dem Fall hat. Rechtlich habe ich den Anspruch darauf, dass dieses Foto entfernt wird. Die zweite Frage ist dann tatsächlich, wie mache ich diesen Anspruch geltend?
für die meisten Fälle ist es wahrscheinlich ausreichend, gerade im jugendlichen Bereich, weiß man, wer das Foto eingestellt hat, und dann kann man zum Lehrer oder zur Lehrerin gehen und dann wird man die Knaben schon, dann kann man dann schon die Daumenschrauben auch mal einsetzen und anziehen. Aber man kann auch sagen, hey, wenn das bis Donnerstag 12 Uhr nicht entfernt wird, dann werden wir rechtliche Schlüsse einbauen. Das kann man zumindest antun. Die Scham ist da drin. Die Scham ist da drin, wenn ich schon mal drin war. Auch wenn es bloß 2 Tage oder 1 Tag drin ist. Also kommt natürlich dann auch aufs Foto drauf an. Also wenn ich einfach grundsätzlich sage, weil es zum Foto, da bin ich jetzt unvorteilhaft zu sehen. Ich möchte, dass es grundsätzlich einfach nicht drin ist und fertig, ist der Schaden überschaubar. Das muss man für sich selber individuell immer überlegen. Wenn es ein Foto ist, wo ich sage, das geht gar nicht, da bin ich halt nackt zu sehen oder sonst, oder ist einfach extrem schlimm, dann kann ich da, ich kann auch sofort, also ich muss gar nicht mal eine Frist setzen. Ich kann auch sagen, das Foto ist in 2 Stunden draußen, ansonsten werde ich rechtliche Schritte einnehmen. Ich kann diesen Fall auch weglassen und kann gleich zum Anwalt gehen und kann sagen, hier. Das heißt, die Rechtsverletzung hat schon stattgefunden. Aber man möchte natürlich dann möglichst schnell erstmal dieses Bild rausholen und kann dann aber gleichzeitig auch noch erstmal dafür sorgen, dass das Bild rauskommt und gleichzeitig sagen, naja, und damit ist in Zukunft nicht interessiert. Zahlst jetzt mal 100 Euro Strafe. Und dann sagen die, nein, 100 Euro ist zu viel. Und dann sagen wir, gut, dann gehen wir zum Gericht. Will man das eben aus. Und das macht dann sicherlich Kreise. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal das halbe Augenblick dazu. Wie sind auch gekommen von verschiedenen Satzleitwegs gekommen? In jedem Fall ja. Aber natürlich kann ich der Person, ja, ich brauche dafür ein eigenes Facebook-Account, wenn ich den Knallburschen ablässt, in vielen Fällen kennt man den ja. Da werde ich dem auch keine Nachricht schicken, sondern da spreche ich ihn direkt an oder rufe bei seiner Mutter an. Im Zweifelsfall am Maler schon ist. Aber nicht, dass der doch rein ist. Wenn ich nicht bei Facebook bin. Genau. Häufig nicht auch. Dann wissen Sie es nicht. Wenn ich jetzt ein Foto von Ihnen mache und das auf mein Facebook-Profil reinstelle, dann darf ich das nicht ohne Ihre Zustimmung. Aber wenn Sie es nicht wissen, dann. Ich würde mich wundern, wenn Sie plötzlich auf der Straße. Ja, nein, je nachdem, was Sie mit wer meinen. Sie sehen hier in dem Fall den Knabur Knablesky. Das heißt, ich habe mich hier mal bei Facebook angemeldet und habe gesagt, mein Vorname ist Thomas und mein Nachname ist Pfeiffer. Das heißt, der Account Thomas Pfeiffer, da werden Sie sehr schnell auf meine Adresse kommen, Telefonnummer, meine ladungsfähige Anschrift des Offiziers. Das heißt, ich sehe immer, welcher Facebook-Account dieses Foto eingestellt hat. Und perfide wird es natürlich, wenn ich wirklich jemanden ärgern will. Wenn ich sage, so, jetzt haue ich einen in die Pfanne. Dann mache ich meinen Facebook-Account auf und nenne ihn natürlich nicht Thomas Pfeiffer, sondern ich nenne ihn Knabur Schnablesky. Und dann mache ich über diesen Account dieses Foto dann rein. Dann weiß ich nicht, wer hinter diesem Raum steht. Und dann wird es schwierig. Und dann ist natürlich der Weg, in vielen Fällen muss es ja aus meinem Umfeld kommen, weil mal jemand aus meinem direkten Umfeld will mich ärgern. Das heißt, man muss ja erstmal überlegen, wer könnte das sein. In vielen Fällen werden die Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich schon das relativ schnell eingrenzen können, wer das war. Aber faktisch hat man dann erstmal das Problem, auch im Übrigen gerichtsfest. Selbst wenn man gar nicht immer gleich vor Gericht geht, aber es ist ja oftmals so, wenn man sagt, hey, komm auf, ich weiß ganz genau, du warst es, ich kann es beweisen, und dann ist der größte Teil schon mal erledigt. Dann ist die Drohkulisse so stark, dass das Gegenüber natürlich nicht mehr angeht. Aber man weiß nur, welcher Account es ist. Und wer in dem Account ist, wenn der andere das dann noch anlegt, das bin ich nicht wirklich. Man kann aber doch im Prinzip von Facebook nur dann was sehen, wenn man selber einen Facebook-Account hat. Das heißt, so auch, wenn Sie jetzt einstellen, dass man die Freunde ist, okay, und diese öffentliche Seite von denen kann, ob man dann sehen, wenn ich selber bei Facebook bin. Oder geht das immer? Nein, ich sehe die öffentlichen Informationen, wenn ich selber bei Facebook nicht angemeldet bin, sind der Name, das Profilbild
die Stadt, wo ich wohne, und eine Zeile meines Arbeitgebers oder Schule, das als letztes angegeben. Das sind Informationen, die grundsätzlich jeder, der im Internet ist, sehen kann. Aber die Frage mit öffentlich und nicht öffentlich ist eine relativ akademische Unterscheidung. Wenn in Deutschland 25 Millionen Menschen, die auf Facebook einen Account haben, das heißt, das ist schon natürlich eine breite, sehr breite Öffentlichkeit. Und wenn ich etwas sehen will, die Hürden, einen Facebook-Account zu bekommen, sind sehr, sehr niedrig. Ich brauche 10 Minuten Zeit und eine gültige E-Mail-Adresse. Und dann habe ich einen Facebook-Account und dann kann ich Facebook öffentliche Informationen sehen. Gut, das mal zum Recht am eigenen Bild. Ich möchte zum Abschluss nochmal über Cyberbullying, Cybermobbing, die Grenzen sind da fließend, nochmal sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, da auch dagegen, wenn mal was passiert ist, sich da auch entsprechend zu verhalten. Cyberbullying geht im Endeffekt natürlich schon los, wenn einer schreibt, Mike ist doof. Ja? Samstag in der Nähe von Wolfshagen, Niedersachsen. Jetzt wissen wir alle, ich weiß noch nicht mal, wo Wolfshagen ist. Aber natürlich, meine Freunde wissen ganz genau, wer Mike ist, beziehungsweise wen ich damit meine. Und da geht es natürlich schon langsam los mit dem Cyberbullying. Das ist etwas, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, was sind die Besonderheiten von Mobbing auf Facebook. Die grundsätzlichen Mechanismen sind gleich, bis uns auch. Man versucht natürlich, jemand anderen salopp gesagt fertig zu machen, oder hinter seinen Rücken zu reden, falsche Dinge zu behaupten, zu ärgern, zu tweeten, das sind alles Dinge, die man aus Mobbing-Situationen, wie man sie außerhalb von Facebook kennt, auch kennt. Und das sind die Mechanismen, die wirken gleich und auch die Gegenstrategien. Das sind ein paar Besonderheiten zum Thema Facebook und auch diese Besonderheiten, auch dieses Cyber- und Cyber-Mobbing-Mechanismen. Hier ist ganz interessant, man kann auf Facebook auch so Gruppen anlegen, Gruppenmitglieder einladen. Und wenn man mal bei Facebook nur nach dumme Schlampen sucht, dann findet man relativ viele, ganz viele Gruppen, die heißen mal intensiv eine dumme Schlampe. Ich mag es gar nicht alles vorlesen, ja. Frau Bünger ist eine dumme Schlampe, also wahrscheinlich ist das dann die Lehrerin. Die kommt immerhin auf 8 Mitglieder, in einer nur noch 2, 4 und 5. Aber diese 8 Mitglieder werden sich wahrscheinlich genau aus ihrer Klasse 7a rekrutieren. Und da sind 8 Mitglieder schon eine ordentliche Zahl. Diese Aussage, von Bünger ist natürlich schon ganz stark wahrscheinlich so ein Sinnfest, dann hat er Recht auf freie Meinungsäußerung. Na gut, dann erklärt man eben, dass das Faustrecht des einen an der Nasenspitze des anderen aufhört und dass man niemand beleidigen darf und so weiter. Das sind alles Dinge, die man auch von außerhalb von Facebook kennt. Hier, wenn man mal sucht nach pausenlos die Fresse poliert. Ich könnte diese ganzen Namen haben, jetzt immer aussortiert, 13, 10, 8, aber auch 8 oder ein Mitglied auch. Ich könnte den Tom Pfeiffer pausenlos die Fresse polieren. Das ist eine Aussage, die so nicht geht. Und die man so natürlich dann mal so begegnen muss. Was heißt offene Gruppe? Eine offene Gruppe, also bei einer Gruppe kann ich, da tun sich Leute, oder Facebook-Accounts, tun sich da zusammen. Ich gebe der Gruppe einen Namen. Und eine offene Gruppe heißt, sie kann jeder sehen und jeder kann beitreten. Es gibt geschlossene Gruppen. Kann jeder sehen, aber nicht jeder da Mitglied werden. Und es gibt geheime Gruppen, davon weiß noch nicht jeder was. Also ich könnte sagen, die Ministranten von St. Elisabeth sind eine geschlossene Gruppe. Kann jeder sehen, aber der Gruppeninhaber, der Jugendpfarrer, der muss die einzelnen Mitglieder bestimmen. Eine offene Gruppe kann jeder mitmachen, der mag. Und wenn jemand ärgern will, möchte ich wohl so viel Sichtbarkeit für die Gruppe benutzen. Aber schauen wir mal die 5 Grundsätze, und zwar jetzt nur mal im Ansatz und die Grundsätze und vor allem bezogen auf das Cyber. Erstens, die Sache ernst nehmen. Auch wenn hier eine Gruppe ist, die nur ein Mitglied hat, diese Gruppe wird ja von anderen gesehen. Also der Hinweis, naja, das ist ja nur auf Facebook oder da ist ja nur einer drin, wird natürlich nicht verfangen. Sondern wenn ich hier lese, ich könnte Tom Pfeiffer pausenlos die Fresse polieren, auch wenn es nur ein Mitglied hat, schaue ich mir das mal genauer an. Nicht via Facebook reagieren. Das ist ein Punkt, das hatten wir vorhin auch, wenn ich ein Foto zum Beispiel, also jemand hat ein Foto eingestellt, den bin ich, sagen wir mal, gelinde gesagt, unvorteilhaft zu sehen. Wie reagiere ich darauf? In dem Moment, wenn ich via Facebook reagiere, dann kann natürlich relativ schnell ein Mechanismus in Gang kommen, den ich eigentlich verhindern will. Das heißt,
in dem Moment, in dem ich auf Facebook eine Reaktion darunter schreibe, zum Beispiel, ich kann Fotos ja kommentieren, wenn ich da drunter schreibe, das ist ein blödes Foto von mir, bitte nimm es raus. Und der andere hat es ja extra reingestellt, weil er mich ärgern will, dann bekommt dieses Foto natürlich mehr Aufmerksamkeit. Dadurch, dass es kommentiert wird, werden sich wahrscheinlich andere Mitschülerinnen noch sagen, warum denn? Schaut doch ganz nett aus, was hast du denn? Und schon ist man in einer Diskussion drin und je mehr Leute sich auf Facebook bei einer Diskussion beteiligen, desto sichtbarer wird dieses Foto. Das heißt, reagieren ja, aber nicht innerhalb von Facebook, sondern per E-Mail, sich ans Telefon setzen, zum Lehrer gehen, direkt mit den Leuten sprechen, aber innerhalb von Facebook versuchen, das etwas niedriger zu kochen. Denn je mehr Aufmerksamkeit ich diesem Foto gebe, desto mehr Aufmerksamkeit hat es. Und das möchte ich ja eigentlich auch verhindern. Nicht Facebook verbieten, das ist mal ein Grundsatz. Muss man sich natürlich auch im Einzelfall überlegen. Aber wenn sowas natürlich häufiger vorkommt, und es gibt Leute, die immer wieder Gruppen aufmachen, in denen ich persönlich gehänselt oder auch gemobbt werde, dann kann es nicht automatisch und dann ist es nicht in jedem Fall eine gute Idee, den eigentlichen Facebook zu verbieten. Denn hinter dem Rücken des Kindes geht es natürlich weiter. Die Leute tuscheln, stellen auf Facebook irgendwelche Fotos ein und die erste, um mich gegen Mobbing zu wehren, brauche ich natürlich erstmal die Information, was passiert denn eigentlich. Wenn ich dann selber ganz aus Facebook rausgehe oder gegebenenfalls den eigenen Facebook-Account lösche, dann schneide ich mich selber natürlich von den Infos ab, was andere über mich da reinstellen. Das heißt, da muss man sich sehr wohl überlegen, ob es nicht doch Sinn macht, weiterhin zumindest zur Beobachtung sich das Ganze mal auch anzuschauen und zu wissen, was los ist. Aber natürlich dann den Betroffenen nicht alleine lassen, denn schön ist das nicht, vor allem wenn das eigene Kind betroffen ist, ist es aber immer noch leichter zu ertragen, als wenn man das selber lesen muss. Aber weiterhin natürlich sich das anschauen. Wichtig dann auch, Beweise sichern. Ja, das heißt, dass er, wenn da etwas passiert und ich werde beschimpft, dass ich einen Screenshot davon mache. Die meisten Tastaturen haben im Bereich rechts oben ist eine Sondertaste, da steht Druck drauf. Wenn man draufklickt, macht man meistens ein Bildschirmfoto, man muss es dann nochmal speichern. Aber dass man einfach mal die Beweise hat. Nicht nur, um sie irgendwann mal vor Gericht vielleicht zu verwenden. Das ist in den meisten Fällen relativ selten, werden solche Fälle natürlich Gerichtsanhänge. Aber wenn ich mal ein Gespräch habe beim Rektor und ich irgendwann mal rausbekommen habe, wer denn hinter diesem Knabenstand jetzt steckt, und so 8-9 Klasse, irgendwann machen sie einen Fehler. Und irgendwann wollen die natürlich auch damit angeben. Und dann habe ich sie. Und dann hole ich diese 5 Screenshots raus und dann sage ich, jetzt pass mal auf, am 17. November hast du dieses Foto eingestellt mit diesem Account, das war dein Account. Dann werden die ganz schnell zu klein getrunken. Also wichtig, einfach um später dagegen vorzugehen, noch Beweise sichern. Und als drittes sich Hilfe holen. Also Cybermobbing ist zum Großteil einfach Mobbing. Und Lehrerinnen und Lehrer haben damit Erfahrung. Oder wissen, wo man sich Hilfe holt. Wenn man geht eben dann auch mal zum Rektor und spricht beim Rektor, wird natürlich auch schon ein bisschen was. Aber dann nehmen sie da natürlich auch noch andere Sachen. Drei Stufen der Erklärung. Erstens hatten wir schon direkten Kontakt mit dem Vermittler suchen. Das heißt, ich spreche den eben genau an. In vielen oder in einigen Fällen weiß man ja, wer das geschrieben hat. Mike ist doof, das ist vorher zum Beispiel. Da kann ich natürlich auch erstmal entweder den direkt ansprechen, als 14-jähriges Kind, und kann sagen, hey, das finde ich so nicht in Ordnung, du beschimpfst mich hier, lass das gefälligst. Bei jüngeren Kindern oder wenn es schlimmer wird, kann man sich natürlich auch Vermittler suchen. Und das müssen nicht immer nur die eigenen Eltern sein, das ist gerade für 14-Jährige ein bisschen schwierig mit den eigenen Eltern oder die eigenen Lehrer, aber natürlich auch über Vermittlung des Lehrers oder aus dem Jugendtreff. Es gibt ja auch von der SMV oder es gibt ja auch innerhalb der Schülerschaft auch Projekte, dass sich extra Schüler dafür auch bereit erklären und dafür auch ausgebildet werden, dass sie bei solchen Streitigkeiten auch als Vermittler haben. Und dass man einfach auch mal klar macht, dass hier eine Grenze überschritten worden ist. Ob das jetzt im tatsächlichen Leben ist oder auf Facebook, ist ja eigentlich irrelevant. Es gibt in beiden Fällen. Bei Facebook löschen, blocken oder melden, vor allem wenn es mal richtig zur Sache geht und wenn es Fotos sind, die so schnell wie möglich da raus sollen. Löschen
Das kann natürlich nur derjenige, der das Foto eingestellt hat. Das ist das Problem. Ich selber kann es melden als jemand anderes. Das hatte ich ja vorhin schon, dass da gehen dann die Mühlen von Facebook los. Das sollte man auf jeden Fall machen, damit es mal läuft. Aber darauf kann man sich nicht verlassen, dass es schnell zum Ziel geht. Blocken, da geht es auch nochmal darum, wenn ich auf einem Foto markiert bin, kann ich diese Markierung natürlich löschen. Das Foto ist weiterhin da, aber es erscheint in meiner eigenen Timeline natürlich. Das ist mit Blocken. Also, dass ich natürlich auch die technischen Möglichkeiten, die Facebook bietet, auch nutze, damit das Foto relativ bald raus ist. Darauf verlassen kann ich mich in dem Fall nicht. Und dann rechtliche Schritte einleiten oder rechtliche Schritte auch antun. Rechtliche Schritte können natürlich auch disziplinarrechtliche Schritte innerhalb der Schule sein. Aber ja nicht mal gleich vor Gericht gehen, aber kann ich sagen, wir haben ein Gespräch beim Rechtsanwalt. All das, entweder wenn es nicht hilft oder währenddessen, da können Sie auch Hilfe holen. Und das ist hier zum Beispiel die U-Port. J ist am Anfang und dann 3 U-Port. Das ist eine Plattform, die richtet sich auch speziell. Wir helfen dem Mobbing und Abzocke im Web von und für Jugendliche, aber hat Hand und Fuß. Und da kann man sich dann auch direkt Beratung draufklicken, dann kann man da ein kleines Formular ausfüllen. Man muss nur eine E-Mail-Adresse angeben, damit irgendwo die Antwort hingeschickt werden kann. Aber dann reicht es, wenn man sagt, ich bin der Thomas aus München, ich male aus München, ich bin der Thomas, hier ist die E-Mail-Adresse für Antworten, ich habe folgendes Problem. Und dann kann man sein individuelles Problem schildern und dann bekommt man da auch Hilfe. Zusätzlich zum Lehrerkollegium einer eigenen Schule oder zum Pfarrer oder wer auch immer halt in diesem Jugendumfeld auch tatsächlich empfangen ist. Aber hier ist auch eine Möglichkeit, nochmal direkt jemanden mit Leuten, die sich auch speziell mit Mobbing und Abzug im Internet auch auskennen, da nochmal individuelle Fragen zu stellen. Ja, das war mal so einerseits der Crashkurs Facebook. Wir haben über Privatsphäre, Datenschutz gesprochen, über Urheberrecht, das Recht am eigenen Bild, über Cybermobbing. Ich habe noch 3 Sachen, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Übungen aus dem Buch. 3, 4. Man kann sich bei Facebook, es lohnt sich, auch wenn man selber keinen Facebook-Account hat oder kein Facebook-Freund ist, mit den Kindern sich mal hinzusetzen und zu sagen, zeig mir doch mal dein Profil. Wie stellst du dich denn im Internet dar? Und da hat man rechts oben auch immer diesen Button aus der Sicht anzeigen von. Und da kann ich eben sehen, wie sieht denn ein Fremder mein Profil? Und deckt sich das mit dem, wie ich in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte? Ist es okay, dass da steht, dass ich Ministrant bin? Oder möchte ich das eigentlich nicht? Und wenn sich dieses Bild von dem, was ich abgebe und von dem, was ich abgeben möchte, nicht decken, dann muss ich entweder die Informationen aus Facebook löschen oder die Privatsphäre einschließen. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, das Kind mal zu fragen, wie sieht denn ein Fremder an? Welches Foto darf wer sehen? Ich kann bei jedem Foto und bei jedem Fotoalbum angeben, wer es sehen könnte. Ja? Freunde, Freunde von Freunden, alle, nur ich oder nur bestimmte Leute. Und da kann ich natürlich dann auch sagen, Mensch, das ist ein Bild, das können alle sehen. Ist das wirklich so? Weiß ich, wer meinen Beitrag sieht? Dass man sich mal anschaut, meinetwegen hat das Kind 120 Freunde oder Kontakte auf Facebook, dass man die mal der Reihe nach durchgeht und man sagt, kennst du die denn eigentlich alle? Oder hast du irgendwann mal die Freundschaftsanfrage angenommen und weißt gar nicht, wer das ist? Dann würde ich dann schon vorsichtig werden. Und mal schauen, was hat es denn eigentlich mit dem auf sich? Ein Großteil der eigenen Freunde kennt man aus dem täglichen Leben natürlich. Ist ja okay. Aber wenn da mal einer reingerutscht ist, dann sollte man da mal ein Auge drauf werfen, was es denn eigentlich damit zu tun hat. Wer soll was über mich wissen? Das ist so die grundsätzliche Frage. Wie möchte ich mich im Internet darstellen? Ich glaube, das sollte man sich mal in Ruhe, das war einfach mal eine Stunde, sich gemeinsam mit dem Kind umzusetzen und zu sagen, ist denn das Bild, was du auf Facebook abgeben das, was du auf Facebook abgeben möchte, oder nicht? Das mal zum Thema Facebook. Ich habe ein paar Bücher dabei, aber wir haben auch eine Website, facebook-für-eltern.de. Da kann man auch nochmal drauf schauen. Ich bin auch bei solchen, ich habe auch einige, spreche mich auch per E-Mail an oder bei anderen Fragen. Aber wir können jetzt dann natürlich nochmal eine Fragerunde machen und nochmal diskutieren. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen.